Ich möchte von euch gerne wissen, ist das noch Kunst? Es geht hierbei um eine Performance-Art von Vito Acconci aus dem Jahr 1972. Dieses Kunstwerk, was er gemacht hat, trägt den Titel Seatbed. Dabei wurde in einem großen Raum eine hölzerne Rampe als zweiter Boden eingebaut. Über diese hölzerne Rampe konnten die Besucher dann rübergehen, aber unter der Rampe lag der Künstler selbst. Und während die Gäste über die Rampe gegangen sind, lag er darunter, hat sie beobachtet von unten und währenddessen die ganze Zeit masturbiert. Er hat über Lautsprecher dann unterschiedliche sexuelle Fantasien ausgesprochen, was er gerne mit den einzelnen Gästen so anstellen würde. Und das hat er über einen langen Zeitraum gemacht. 3 Wochen lang, 8 Stunden täglich, lag dieser Künstler unten im falschen Boden und masturbierte.